Lego mit 85% Preisnachlass, da muss man zuschlagen, egal was es ist. Hallo und herzlich willkommen zu Let's Go Bricks. Heute war ich ausnahmsweise mal nicht im Legoland für euch auf Shoppingtour auf der Suche nach den besten Preisen, sondern ganz normal in Deutschland. Da gibt es auch wirklich sehr schöne Angebote. 85% auf Lego Video war wirklich ein Hammerangebot. Also 3 Euro pro Pack hat mich das Ganze gekostet. Ja, habe schon lange danach gesucht. Auf meinem Kanal habe ich ja schon sehr viele Lego Videos gemacht. Also ich finde das Produkt absolut genial, beziehungsweise die Preise absolut genial. Hat ja mal 20 Euro UVP gekostet, wenn man das dann für 3 Euro bekommt. Also ich weiß mal, dass sie im Smith's Toys für 1,99 sind, diese Packs mal vor Jahren jetzt ja schon, ich glaube schon 2019, sind die rausgehauen worden oder ja ganz am Anfang auf jeden Fall, weil das Produkt sich nicht hat gut verkaufen lassen. Und ja, die Teile haben sich immer noch jetzt so lange im Laden irgendwie gehalten. Ich zeige euch auch noch gleich noch Videos, wo es das Ganze immer noch gibt. Und ja, wie gesagt, ihr wisst das jetzt auf jeden Fall, dass es die für 3 Euro gibt. Könnt mal überall nachschauen, wo ihr noch Lego-Video, ja, Sets irgendwo gesehen habt, ob die da reduziert sind. Jetzt geht es einmal ganz kurz in die Spielzeuggeschäfte und dann sage ich noch was hier zum Rest dazu. So, also ihr habt es gesehen, so sieht es aus. Lego Video, da habe ich jetzt hier in dem einen Lade die restliche mitgenommen. Im anderen Lade war es schon ausverkauft und in einem Laden, da gibt es noch massig davon. Allerdings für 6 Euro, da habe ich sie nicht mitgenommen und ja, wie gesagt, da poker ich immer noch etwas mit dem Preis. Also ich habe die Teile auch schon, da gibt es auch schon ein Video davon, habe ich schon für 5 Euro gekauft, fand ich immer noch ein sehr gutes Angebot. Und ja, zeige euch gleich noch ganz kurz was. Moment. Kennt ihr das, wenn man aufräumt bzw. umräumt und plötzlich nicht mehr findet? Also so geht es mir ganz oft. Also ich wollte euch eigentlich hier meine Deko-Bilder zeigen, was ich hier mit diesen Fliesen gemacht habe. Also diese Fliesen habe ich alle hier von diesen Starter-Sets. Da gibt es noch ganz viele davon. Da habe ich mir solche Bilder damit gemacht und ja, sieht eigentlich ganz interessant aus. Gibt es auch schon Videos dazu. Könnt ihr euch gerne nochmal anschauen. Wollte ich euch eigentlich aber hier in diesem Video noch ganz kurz zeigen, was man hier mit diesen Fliesen, alles bedruckte Teile, was man damit alles anstellen kann. Bei diesen Lego-Videosets kommt es mir hier auf die Boxen an und natürlich hier auf die Minifigur. Finde ich sehr schöne Boxen, da kann man besondere Minifiguren, kann man da ordentlich und sauber präsentieren. Also ich finde die Boxen wirklich sehr cool, sind auch exklusiv nur bei Lego-Video bis jetzt. Und ja, die lassen sich auch mittlerweile ganz gut verkaufen. Da gibt es schon kreative Köpfe, die das da irgendwie auch schon sehr schön gestaltet haben. Und ja, ich habe die letztens, habe ich die erst bei eBay Kleinanzeigen gesehen, pro Stück
glaube ich, für 3 € wurden tatsächlich auch verkauft. Und ja, wenn man sich jetzt mal überlegt, dass man hier seine ganze Box dann mittlerweile auch für 3 € bekommt, dann ist das wirklich ein sehr gutes Geschäft. Ich bin auf jeden Fall immer ganz glücklich, wenn ich Lego günstig bekomme. Lego Super Mario habt ihr in dem Video, habt ihr es ja auch gesehen, was ich euch da die Regale gezeigt habe, wird auch demnächst dann ein Auslaufmodell sein. Ich denke mal, dass er da jetzt sogar die letzte Welle im Sommer kommen könnte. Also, dass dann auch die Lizenz dann so langsam mit Super Mario ausgelaufen ist. Das Ganze hat nicht wirklich funktioniert, obwohl ich an den Erfolg eigentlich von Lego Super Mario glaube. Das könnte auch sein, dass das danach erstmal zum Erfolg wird. Also viele Leute wissen nicht, was man mit Lego Super Mario alles anfangen kann. Ich habe übrigens hier noch ganz kurz in meinem Kanal habe ich eine Umfrage gemacht, beziehungsweise in der Community. Also ihr seid auch nicht Fans davon von Super Mario. Vereinzelte Leute ja. Deswegen sage ich mal hier ganz kurz im Video. Ich werde noch Lego Super Mario Videos machen. Ich habe es da in dem Community-Beitrag, habe ich es mal ganz kurz zusammengefasst. Also ich denke mal bloß noch vielleicht einmal im Monat so eine Zusammenfassung. Ja, was man dann mit Lego Super Mario alles machen kann. Eventuell noch ein paar Sets vorstellen. Also das bloß mal so nebenbei. Trotz allem glaube ich wirklich an den Erfolg von Super Mario. Das Problem an Super Mario ist, Kinder finden es wirklich gut, die Eltern können nichts damit anfangen und die Eltern haben natürlich die Entscheidungskraft immer noch, wenn es um die, ja, Lego-Sets geht, die gekauft werden. Da werden eher klassische Sets gekauft, wie Bauernhof und so weiter, wo auch Eltern irgendwie einen Bezug dazu haben und zu Lego Super Mario interaktiver Charakter. Da haben Eltern einfach keinen Bezug dazu, beziehungsweise verstehen nicht, was man damit alles Cooles anfangen kann. Also ich finde es absolut genial. Ich glaube nach wie vor an den Erfolg und freue mich natürlich, wenn Lego Super Mario Sets reduziert sind. Ich kaufe die wirklich sehr gerne. Dann ganz kurz die weiteren Einkäufe. Hier Lego Ninjago Tinbox habe ich euch schon vorgestellt. Könnt ihr nochmal gerne in das Video reinschauen. Dieses Set hier fand ich absolut genial. Hab's jetzt mit ich glaube, 25% Preisnachlass gesehen, da es ein neues Set ist und da ich es sowieso haben wollte, habe ich es jetzt einfach mal für euch mitgenommen. Wirst auch hier einmal ganz kurz auf meinem Kanal vorstellen, finde ich absolut genial. Preis-Leistungs-Verhältnis passt, 40 € UVP, für 30 habe ich es bekommen, also hätte vielleicht auch 40 dafür bezahlt. Also ich finde es wirklich cool, sehr schöne Minifigur dabei und so weiter. Wie gesagt, werde ich euch alles noch vorstellen. Und dann habe ich hier noch ein sehr schönes Set gefunden, beziehungsweise ein Polybag. Finde ich auch wirklich sehr interessant. 3,99 € vielleicht nicht gerade günstig, aber dazu gibt es auch nochmal ein separates Video. Werde ich noch was Spezielles dazu sagen. Nochmal ganz kurz zu Lego Video. Diese Sets also nicht in der Originalbox aufbewahren. Also diese Sets werden jetzt von mir ausgeschlachtet. Da werde ich die Teile entnehmen, die Minifiguren entnehmen und dann versuche natürlich das Ganze weiter zu verkaufen. Also ja. Diese Boxen jetzt hier aufzuheben in Hoffnung, dass die irgendwann mal an Wert steigen, da glaube ich jetzt in nächster Zeit eher nicht dran. Also ja, weil ja die App gefloppt ist und so weiter. Die Minifigur als solches, als auch hier diese Boxen haben schon einen Wert. Das heißt, das Ganze lässt sich auch weiterverkaufen und das ist der Wert einer solchen Box und alles andere drumherum, was da noch mit drin ist und so weiter. Also ja, die Fliese vielleicht noch im Übrigen, also alles bedruckte Teile habe ich ja schon gesagt. Das ist vielleicht noch eine coole Sache und ja, wie gesagt, also die Originalbox dazu glaube ich nicht, dass das irgendwie an Wert steigt. Deshalb Teile ausschlachten, das werde ich jetzt auch machen und die guten Teile dann entweder selbst verwenden oder weiterverkaufen. Dann würde ich sagen, so viel dazu, so viel zu diesem Video. Ich sage dann für dieses Video vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!